So, herzlich willkommen. Es ist wieder Kriegszeit. Diesmal, ja, gegen einen Buchstabensalat, den ich nicht entziffern kann. Also gucken wir uns einfach an, wie es so steht. Wir sind relativ früh, sind noch 10 Stunden Zeit. Wir liegen leicht vorne, aber hier 106 Angriffe. Wir haben noch 104, also 2 Angriffe weniger. Von daher ist es sehr, sehr ausgeglichen. Lassen wir uns überraschen, was da so bei rauskommt. So, Chat können wir erstmal ausmachen. So, dann gucken wir mal. Es sind viele angeschlagen. Wir haben ein paar große auf dem Feld und die werden wir uns jetzt Stück für Stück vornehmen, in der Hoffnung, dass wir nicht mehrmals rauf müssen auf einen. Werden wir mal sehen. So, er ist der größte Brocken hier oben. Und das ist durchaus unangenehm, was wir hier sehen. Ja. Aber gut. Hilft ja nicht. So. Der Plan. Wir können hier keine halben Sachen machen. Und da irgendwie. Ja, ich sag mal jetzt. Nur so Halbseiten reingehen. Deswegen nehmen wir auch gleich 3 Gelbe mit. Ich habe erst überlegt, ob ich in den Angriffen immer mit Gelb als Beifarbe spiele. Bin mir da aber nicht ganz sicher, weil Freya ist nun mal schnell. Und ja, wenn die zweimal hintereinander auslöst, dann kriegst du einfach die räudigen Minions nicht mehr weg. Von daher, ja, lass ich's mal lieber. Und dann machen wir es lieber so. So, zur Idee. Wir haben Gormek, um die Minions wegzumachen von Freya und Teluria. Oreus würde ja, den Minion-Besitzer auch noch wunderschönen Sandschaden mitgeben. Von daher ist das so die Idee. Was wir nicht haben, ist irgendwas zum Cleanen von Tellurias Buff oder Veiler. Aber was soll's, komm, los geht's. Los geht's, los geht's. Ihr wisst ja, ein Stück weit hängt es von den Steinen ab. Das bleibt nicht aus. So, ein bisschen Steine haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns die sortieren hier. Weil so ganz viel ist es dann doch nicht. Wir spielen erstmal die roten, gucken, ob was nachkommt. Gleich wieder eine üble Kombo hier. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir spielen erstmal die gelben, werden danach. Okay, das verändert das Board dann doch. Ich wollte den Diamanten spielen, dass wir uns gelb in der Mitte zusammenschieben. Jetzt überlege ich aber, ob das gut ist. Wir spielen den erstmal so, dann haben wir die 3 gelben auch unter Freya. Okay. Oh, richtig viel Rot ist da auch nicht. Ein bisschen was kriegen wir zusammengemurmelt hier. Boah, ey, immer diese Kombos. Freya kann schon wieder auslösen. Okay. Mal wirklich mal ein bisschen grübeln hier. Teluria und Veiler kommen auch gleich um die Ecke. Gefion kann schon hinten. Sie wird uns dann wahrscheinlich einen rauspusten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir spielen das mal so. Okay, ein bisschen Glück mit Gelb. So, jetzt gucken wir mal, dass Gefion vielleicht sich, keine Ahnung, einen Gormek nimmt. Nee, nicht den, du Eierkopf. So, Veiler kommt gleich um eine Ecke. Jetzt überlege ich ganz kurz. Oreus. Den machen wir tatsächlich vorher, weil er dann seinen Sandschaden verteilt. Wenn ich Gormek auslöse, macht er den Sandschaden nicht mehr. Und den wollen wir ganz gerne nehmen.
Von daher machen wir das mal so. Dann tüten wir jetzt Gormik aus. Okay. So, Gormik. Dann spielen wir das mal so rein, weil ich hoffe, dass da einiges zusammenfällt. Das war ganz okay. So, wer kommt denn hier als nächstes? Rana kommt als nächstes. Rana kommt als nächstes. Also richtig viele Steine haben wir jetzt auch nicht mehr da. Mal kurz sortieren hier. Wir machen das mal so, weil hier fliegen jetzt gleich einige Steine rein, dass wir Vayla ein bisschen vom Mana runtergedrückt kriegen. So. Natürlich geht es auf alle drei. Pissnelke. Du kleine Pissnelke. So, dann spielen wir erst die roten. Na, na, na. So, Angriffsverstärkung. Heilung war jetzt bei Ureus und Leonidas nicht so doll. So, dann gehen wir mal auf Telluria. Spielen wir das mal da runter. Dann haben wir Gormek. Und dann nehmen wir mal den, um die gelben unter Telluria zu haben. Jetzt kommen gleich ihre Schweineminions. Die machen wir mit Gormek weg. Ja, schade, hätten ein bisschen was reinfliegen können. So, Gefion blocken wir mal, weil ich hoffe, dass die. Oh, hat nicht gereicht. Komm schon. So, Heilung, aber ratzfatz. Ratzi-fatzi Heilung hier. So, mal gucken, ob hier was kommt. Ja, das war gut. Das müsste für Gefion reichen. Komm schon. Stirb. Hams. Weggeschnappert. Weggeschnappert. So, dann können wir den spielen. Dann haben wir gelb drunter. Jetzt müssen wir mal gucken. Bei den zwei Steinen würde Rana bestimmt auslösen. Ja, auf jeden Fall. Machen wir es eher so. So, Rana kommt. Wenn Rana kommt, können wir es aber auch so machen. Okay, das war glücklich. So, okay. Dann hauen wir den mal drauf da. Das war gut. Und dann hauen wir den hinterher. Und dann ging der Plan ganz gut auf. Das war zwischendurch ganz schön. Brr. Ja. Und dass sie mir den Drake weggebümmelt haben, da gleich zu Anfang, das ist natürlich auch nicht so nett. Okay. So, hier haben wir nochmal Freya. Und die Herrin vom See, die finde ich ja auch so richtig scheiße da. Ja, mir ist ja schön, dass sie langsam ist, aber. So, mal schauen, was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn für die da? Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn? Was zum Minion wegbröseln haben wir eigentlich nur noch den Gobbler, der bei mir aber keine Wappen hat. Da unten kräutert da rum. Da. Habe ich sonst noch was, was Wappen wegmacht? Wappen sage ich schon. Minions? Minions, Minions, Minions? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ach so, wir haben aber noch den Diamantenhauptmann. Zerstört alle Lakaien vom Ziel, früh getroffenem Ziel, bla. Wenn das Ziel Lakaien hatte, wird ein anderer Feind angegriffen, der Lakaien hat. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, mal gucken.
Damit würden wir dann Blau-Gelb spielen. Ist natürlich nicht ganz so cool gegen die Herren. Aber die Herren ist halt auch langsam. Was ja auch ganz gut ist. Dann würden wir das hier ein bisschen umstricken. Ein bisschen umstricken und würden den Diamantenhauptmann mal mitnehmen. Den haben wir ja relativ selten bei. Und Gelb ist jetzt aber auch, ja, also ich bin in Gelb auch einfach, nee, doll, ja. Also ich habe jetzt Pfeile da und bin am Überlegen, ob ich die Wächtergazelle hochhiefe, die mir eigentlich auf 3,70 beim Titan und so ganz gut hilft. Aber wenn wir jetzt hier langsam 13 Sterne Titan bekommen, dann kriegt die ein Auto-Attack und ist weg. Ne? Und jetzt überlege ich halt, ob ich die Wächtergazelle lieber nehme zum Hochschieben oder für Krieg etc. Tor. Schwierige Entscheidung. Muss ich wahrscheinlich nochmal die ein oder andere Nacht drauf schlafen. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr da bevorzugen würdet. So. Wir nehmen aber die Wächtergazelle und ich würde gerne, ich weiß nicht, Sif, was machen die denn hier alle? Naja, ist nur Elena, die auf alle geht. Dann nehmen wir einen Chao mit. Oh, 4000. Eieiei. 4000 gegen 4,6. Das ist natürlich nicht doll. Das ist natürlich nicht doll. Komm. Ja, unbekanntes Ziel. Leg mich doch am Arsch hier. Dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Diamantenhauptmann. Ciao. Und die Wächtergazelle wollten wir haben. Okay, was ist denn überhaupt der Plan? Der Plan ist jetzt, dass wir recht zügig Geld bekommen. Deswegen tauschen wir das auch nochmal aus hier. Dass die Wächtergazelle angeht und dann hoffen wir, dass der Diamantenhauptmann muss vorher kommen. So, und dann hoffen wir, dass wir ja, ordentlich Steinschaden machen, indem die Wächtergazelle am Rumtanzen ist. Versuchen wir es mal. Das ist ganz schön risikoreich. Muss man auch mal so sagen. Und die Steine sind auch begrenzt. Das muss man auch wiederum sagen. Wir fangen mal mit Blau in der Mitte an, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was nachkommt. Ja, so richtig doll nachkommen war das jetzt nicht gewesen. Ich hoffe, dass hier wieder was nachkommt. Okay, ein bisschen gelb in der Mitte. So, wir brauchen noch ein bisschen Blau. Okay, nochmal gelb, das war gut. Reicht noch nicht für die gelben. Aber wir können jetzt, wir kriegen halt die gelben auch nicht an über den Drachen da hinten. Von daher machen wir den erstmal. Sonst hätte ich ja auf die Wächtergazelle gewartet. So, dann geht das auf Alice. Auf Alice sei ich schon auf Freya. Damit ist wieder ein bisschen Mana weg. So, jetzt müssen wir mal uns sortieren hier. Wir kriegen von June auf jeden Fall eine geboxt. Wir spielen die mal da rein. Ich möchte gerne. Na, ich möchte gerne Ciao haben. Musstest du jetzt unbedingt auf sie gehen? Mann, ey. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Mana.
Ja, die löst aber trotzdem gleich wieder aus. Dann spielen wir mal den Diamant. Na, hättest du blauer Dreckstein jetzt da nicht reinfliegen können? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ja, alles gut gewesen. Torfnase. Mann. Ja, mega ätzend. Das sieht nicht gut aus. So, die nimmt uns jetzt regelmäßig Mana. Und ja, ich habe gesehen, dass die reflektiert da oben. Aber das Ding ist eh quasi gelaufen. Von daher können wir da auch reinbrettern. Weil wir haben sowieso verloren, ne? Also das können wir nicht mehr halten hier. Jetzt können wir uns den Diamantenhauptmann auch killen. Schade, ich dachte, dass die wenigstens noch wegstirbt da. Kacke. Kacke, Kacke. Das hätte besser laufen können. Aber gut. Wir müssen ja immer welche bei haben, die auch irgendwie scheiße sind. So, was haben wir denn hier noch? Okay, nehmen wir uns mal den hier oben mit einer Usena. Das kann auch alles und nichts werden. Da nehmen wir mit, da habe ich eine Idee. I have a plan. I have a plan. So, haben die einen Heiler drin? Ja, Ansog da hinten. Okay, dann können wir das mal so lassen mit Elkan. So, und dann nehmen wir ein bisschen was in Lila mit. Wir nehmen Lila das da mit. Wir nehmen Cage mit. Mal gucken. Cage, Cage, Cage. Cage, Cage, Cage. Ba, ba, ba. Und dann mit Frieda nochmal. Ba, ba, ba. Und dann Pony vom Ziel. Ba, ba. Okay, also grün für Frieda, lila für Nace. Und ein bisschen Heilung haben wir mit Rigard auch bei. Und dann geht das los. Ben mit dem One-Shot, schönes Ding. Ach komm. Das sieht prächtig aus. Oh Mann, du, was ist das denn? So, was können wir denn hier schieben? Was können wir denn hier schieben? Wir schieben mal die blauen hier. So, was willst du denn jetzt machen bei dem Board? Was willst du denn jetzt machen? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, jetzt kannst du über einen Drachen da irgendwie unfassbare zwei Steine mal in den Gegner pusten. Dadurch wird Ursena gleich direkt durchdrehen. Das kommt auch nichts nach. Aua, aua. So, kleiner mal hinterher schieben. Ja, das kannst du schon gefühlt in eine Tonne drücken. Also wenn jetzt nicht hier woher auch immer unfassbar viele grüne Steine kommen und lila Steine und was nicht alles für Steine, dann war es das gewesen hier. Wahnsinn. Wahnsinn, was wir hier erleben. Schade. Schade, dass so ein gutes Team da verreckt. Wirklich schade. Ja, jetzt noch Autotech hinterher. Nö. Na, machen wir es so. Schade. Aber da braucht man sich nicht mal dolle ärgern. Da war jetzt also auch nicht wirklich was zu holen. Muss man wirklich mal so sagen. Hätte jetzt nicht gewusst, was ich da hätte
besonders komfortabler spielen sollen. So ist Leben. So ist Leben passiert. Wo will ich denn hin hier eigentlich? So ist Leben. Heben wir uns mal ein bisschen lila noch auf. Wir machen das mal so. Ja. Ja, da brauchst du dich nicht aufregen. Das war einfach scheiße. So, und das sieht irgendwie auch schon wieder nicht viel besser aus hier. Dann spielen wir mal die Lilanen hier. Dann können wir uns ein bisschen Grün zusammensammeln. Und Lila auch. Das ist okay. Das machen wir auch gleich, damit Nace uns nicht blendet hier. Der Diamant war schön. So. Wir heben uns Yogi Melindor noch auf. Spielen erstmal die Lilanen da rein, weil Kadilin gleich uns haut. Zum einen wollen wir die Heilung dann vollziehen und zum anderen wollen wir ihr Boni hier gegen Spezialangriffe, den wollen wir runternehmen. Zack, weg ist er. So, dann wird erstmal Tibertus einmal durchladen. Okay, dann gehen wir hier hinten auf die Region. Dann nehmen wir auch mal den Diamanten. Lila ist Mangelware gerade. Jetzt kommt ein bisschen was nach. Das ist nett, weil der Killhase dann nämlich online ist. So, und den schießen wir dann gleich mal drauf. Ratzfatz. Und dann sind sie weg. Tja, wäre schön gewesen, wenn es im ersten Schuss gelaufen wäre. Aber nö. War nicht drin. So, was haben wir hier? Eine Clarissa vorne, eine Satana vorne. Okay. Na, was ist jetzt besser, wa? Was ist jetzt besser? Mal gucken. Ah, Danny. Sorry. So, was machen wir jetzt? Na komm, machen wir den. So, da nehmen wir mit. Der hat eine gelbe Flanke und der hat eine grüne Flanke. Kriegen wir viel ab? Wir kriegen ein bisschen Giftschaden ab, ein bisschen Blenden kriegen wir ab und alles sowas. Lady Loki. Oder nehmen wir Yang Mai mit, um ein bisschen flotter zu sein? Ich würde behaupten, wir machen das mal so. Okay, und los geht's. Okay, bisschen lila haben wir, bisschen rot haben wir. Das könnte erstmal schon mal schlimmer aussehen. Könnte auch besser aussehen, könnte aber auch schlimmer aussehen. Dann sammeln wir erstmal ein. Und Clarissa ist dann direkt am Start. So, dann spielen wir das hier. Dann haben wir nämlich. Hallo, hallo, hallo. Nicht immer auf Sabina so dolle, Mensch. Jetzt stirbt die wahrscheinlich auch gleich wieder weg hier.
Ach Mann. Ja, muss man auch sagen, ne? So Esler und auch Räuben, also die können auch nix ab hier, ja. Also wirklich wahr. Leck mich doch fett hier. Keine roten Steine. Ja, kannst du aber auch machen, was du willst jetzt hier, ja. Also das ist. Da fallen sie wie die Fliegen vom Himmel hier. Genau. Jetzt darf Clarissa gleich nochmal. Ja, ist gut. Unfassbar. Keine Chance. Keine Chance. So, Danny will den jetzt so. So, was haben wir denn noch? Ihr merkt, ich bin schon wieder angezickt ein bisschen. Glaube, dass ich da tatsächlich nicht so viel machen konnte. Aber das hilft jetzt auch nicht. So, nehmen wir den noch. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was nehmen wir da noch mit? Nehmen wir eine Wähler mit? Nehmen wir eine Wähler mit? Oder eine Sonja? Oder ein Frost? Ein Frost habe ich auch noch nicht so oft gespielt. Aber ich habe keinen drin, der Minions macht da großartig, bis auf das bisschen, was hier die Druidenwappen auslösen da oben. Aber ich brauche auch was. Ich viel auf alle. Nee, ich brauche ein bisschen was, was auch schießt hier. Machen wir es mal so. 4000 gegen 4,6 hört sich auch nicht viel besser an. Okay, Beifarbe vorhanden. Ja, den spielen. Haben wir noch ein Match? Okay, jetzt kommt ein bisschen was Grünes zusammen. Ja. Jetzt spielen wir das mal auch gleich. Okay, nochmal Blau. Ja, wir müssen uns erstmal auf die Mitte ein bisschen konzentrieren. Die löst nämlich gleich aus, die Pute. Dann spielen wir den mal rüber. Das war glücklich, dass der Drache da unten noch hochgegangen ist. Aber so richtig doll sieht das immer noch nicht aus hier. So richtig doll sieht das nicht aus. Wir spielen mal durch die Mitte. Wir müssen mal gucken, dass hier irgendwas zusammenpurzelt. Am liebsten tatsächlich was Blaues. Um Kirill an den Start zu kriegen. Okay. Wir gehen mal auf Baldur. Ich kann damit Blau zusammenzirkeln. Das machen wir auch direkt mal, dass wir Kirill ankriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal irgendwo anders hin. Das war nett. So, Vivica kommt gleich. Für Baldur wird es wohl nicht reichen. Nö. Wir haben grüne Steine da. Kriegen wir die irgendwie dahin, wo sie hin sollen? Wahrscheinlich nicht. Kommt hier irgendwas nach? Was die Welt verrückt macht? Nö. Und damit geht die Heilung los. Ja, und jetzt kommt gleich Baldur, verstärkt sein Drecksleben und dann haben wir hier wieder den Salat.
Ja, den blauen Stein hätte ich vorher gebraucht. Jetzt geht's nämlich los hier mit seinem Gewirbel und Gemache. Okay. Nachdenken. Hoch, wir spielen das erstmal so. Ja, ist ja gut. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon, dass du gleich aufhörst damit. So, Autotech, okay. Ja. Ach, du bist eine Drecksau, wirklich wahr. So, jetzt ist zumindest mal sein Scheiß da weg, aber jetzt fängt er gleich wieder an. Das ist doch ätzend, ist das. So. Verstärkt das Leben auch so übel. Ja, können wir knicken, können wir wieder unter Ulpfer buchen. Na klar, eine Kiri weg ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ja, und dann kannst du rausgehen. Also rausgehen geht ja sowieso nicht. Kingston haut uns ja noch die Beine weg. Ach Mann. Ja, es soll nicht sein zurzeit. Ja, es soll nicht sein. 172 Punkte, das ist wirklich scheiße. Muss man mal so sagen. Das ist wirklich Rotze. So. Da muss ich nochmal drauf rumdenken. Ja, das gefällt mir in den letzten Kriegen überhaupt nicht, dass das hier also wirklich so eine schlechte Ausbeute ist. Also 172 Punkte, was ist das? Ja. Also das läuft nicht. Da komme ich nicht drauf klar. Ne? Also das ist nicht der Anspruch. Und von daher. Wir werden mal sehen, ob wir das nächste Mal besser hinkriegen. Ja. So, dann wünsche ich euch viel Glück in eurem Krieg. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.